Hallo. Mal sehen, für was Sie sich heute entscheiden. Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Detroit Become. Ich fand Ihre letzten Entscheidungen sehr gut. Was? Das ist unsere Geschichte. Okay, ja, aber wieso war sie denn jetzt damit einverstanden, dass wir, Lusa getötet haben? Hallo? Ich bin nicht sicher, ob ich das so unterstützen werde, diese Aussage. Gut, also damit willkommen zurück. Ja. Ich habe ein bisschen Angst davor, wie es weitergeht, weil einfach die letzte Zeit alle Kapitel, alle Folgen absolut grausig sind und irgendwie traurig und einem immer passiert irgendwas. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird alles nur noch viel, viel schlimmer. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darauf, weiterzuspielen, und genau das wollen wir jetzt auch tun, bevor sie hier noch irgendwelche merkwürdigen Äußerungen tut. Und letztes Mal hat sie noch gesagt, dass das traurig war, dass er gestorben ist, und jetzt wäre sie plötzlich mit meinen Entscheidungen einverstanden. Was? Irgendwas passt da nicht zusammen, Madame. Hm? Naja, wir spielen mal weiter. Wir spielen weiter, so. Hilfe. Krieg. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst! Das reicht! Und was machen wir jetzt? Ja. Eine durchaus berechtigte Frage. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Okay. Alles klar, aber erstmal. Detroit Today. Oh. Wir sind schon in der Zeitung, das ist super. Wer ist es? Es. Na danke. Die Frage, die jeden interessiert. Im Anschluss an die Piratensendung in Detroit wollen alle wissen, wer ist dieser Android? Eine staatliche Ermittlung läuft, um den Android aufzuspüren und uns zu neutralisieren. Doch bezüglich der Details sind die Gesetzeshüter äußerst einsilbrig. Augenzeugen berichten, dass der Android mit Komplizen in den Stratford Tower eingedrungen ist, dem Zentrum des Detroiter Lokalfernsehens. Die Androiden waren bewaffnet und organisiert. Sie befolgten eindeutig Anweisungen dieses geheimnisvollen Anführers. Ja. Was uns zum wahren Rätsel dieser Situation führt. Woher kam der Android? Wie konnte er gewaltbereit werden? Und welche Art Fehlfunktion erklärt ein solches Verhalten? Ich war nicht gewaltbereit, hallo? Bis das FBI das Ergebnis seiner Ermittlungen bekannt gibt, können wir nur mutmaßen. Doch eines ist klar. Die Spekulationen werden andauern, bis dieser gefährliche Android zerstört ist. Oh Mann, oh, das hat man nur von seiner Mildtätigkeit. Was habe ich denn getan? Nichts. Ich war nett und hab
Ein Android als Präsident. Huh, okay. Naja, eine aktuelle Studie spricht sich dafür aus. Eine aktuelle Expertenstudie hat herausgefunden, dass Androiden in diversen Regierungspositionen, einschließlich der des Präsidenten, effektiver wären als ein Mensch. Neben ihrem Arbeitstempo und ihrem praktisch unbegrenzten Gedächtnis sind Androiden unbestechlich und unempfindlich gegen jede Form von Druck. Klare Ziele vorausgesetzt, können sie die richtigen Schritte unternehmen, um diese zu erreichen, ohne sich über Beliebtheit oder Wiederwahl sorgen zu müssen. Ist ein Android der Präsident der Zukunft? Einem Expertengremium zufolge ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die öffentliche Meinung bereit ist, den Gedanken zu akzeptieren. Im Licht der jüngsten Korruptionsfälle und der schweren politischen Fehlentscheidung der letzten Jahre glauben viele, dies sei die beste Möglichkeit, unsere Demokratie zu bewahren. Okay. Wirkt natürlich erstmal ein bisschen, ist natürlich ein sehr, der Gedanke ist erstmal schwierig natürlich. Was ist das hier für ein Rumgeleuchte? So, das ist hier wegen meiner Aufgabe hier, die hier steht. Darauf habe ich lange gewartet. Na dann. Wie kommt es eigentlich, dass sie sich plötzlich so schick angezogen haben? Ja. Wir folgen. Natürlich. Hier lang, schnell! Ein Scheißdreck. Immer das gleich. Ist okay, sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Der Laden ist hier drüben. Ich hab euch schon gesehen. Nicht zu übersehen. Oh, da sind Autos. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Ach du Scheiße. Worauf warten wir noch? Puh, 10 Minuten. Siehst du das Alarmsystem? Da ist ein Gitter hinter dem Glas. Da kommt man nicht so leicht rein. Nicht so viel Zeit. Kameras. Gefunden. Gut. Halte die Alarmanlage aus. Ja. Wo fangen wir an? Ja. Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Dann los, mir nach. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Ja. Und das Sicherheitssystem? Wie schalte ich das denn jetzt klein aus? Wie schalte ich das Sicherheitssystem aus? Da muss ich doch irgendwie... Was ist das denn? Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Scheiße, ja. Da kommen wir noch schwer ran. Okay. Da. Richtigen Ort finden. Nein. Falscher Ort, ja, weiß ich. Ja, vielleicht. Hier ist wieder auch ein bisschen merkwürdig, da auf der
Statue rumzuklettern. Davon abgesehen. Ja, das weiß ich. Es ist natürlich das Letzte. Ich habe auch keine Zeit, Mensch. Ja. Sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Oh Gott. Scheiße, und wie schalte ich jetzt das Scheiß... die Scheiß Alarmanlage aus? Du bist frei. Ja, gut, schön. Trotzdem haben wir immer noch eine Alarmanlage auszuschalten. Da hinten sind ganz viele Sachen. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Marcus! Was denn? Wo ist sie denn? Ich hab irgendeine Ahnung, wie man das hier. Du bist frei. Ich muss es ausschalten. Hier. Hallo. Den Lasterstiel. Ja, das ist schon klar, aber die Alarmanlage. Da kommt das dann automatisch, glaube ich nicht. Da ist noch jemand, aber da stehen wir an dem Ende. Ich nehme mich jetzt aber, wenn wir da schon eine. Scheiße, ich funktioniere schon. So. Du bist frei. Ja, gut. Da hinten ist irgendwas. Aber was ist das? Hat das hiermit überhaupt was zu tun? Ich fast nicht. Worauf warten wir noch? Okay. Ach so, ja, gut. Perfekt. Gut, okay, aber die... wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Aber die Alarmanlage... Oh, beides gleichzeitig. Okay. Aber die Alarmanlage. Was würdest du nur ohne mich machen? Hm. Wo denn? Da. Könnte sich auch mal ein bisschen beeilen. Wobei ich mir auch ziemlich sicher bin, dass es auch so jemand mitkriegt, wenn ich da einfach durch die Schaufenster fahre. Ladengrachen. Planänderung? Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Ja, die Alarmanlage. Ich weiß auch nicht, wie viele... Wo habe ich irgendwo meine Zeit stehen?
7 Minuten. Das war gar nicht so lang, als ich gedacht hätte. Dann kann ich nochmal meine Chance nutzen kurz und gucken, was das da hinten ist. Ich würde Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Mal, okay. Ja, da können wir nur gucken. Hier ist ein Schild. Also. Oh. Aha. Alles klärchen. Kumpels, ihr seid frei, wollte ich nur mal so sagen. Jetzt wach. Geh nach Jericho. Sehr gut. Netzwerk abzweigen. Sehr gut. Okay. Gut gemacht, Markus. Ja, ich weiß. Danke. Wir brauchten immer noch ein Schild, ne? Theoretisch, praktisch. Oder was? So, was wollte sie doch noch hier? Ich war nicht ganz sicher. Ich sehe allerdings auch weiter hier nichts, außer hier die Schaufenster-Androiden. Da ist die Statue. Kann ich damit irgendwas tun? Dann muss ich aber auch, echt. Und die gucken wir nur an, okay. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns? Das wird sich jetzt ändern. Ja, gut, Markus. Ich muss da jetzt rein. Nützt nichts. Sehr gut. Damit wäre die Straße dann gesperrt und hier könnten wir Schaufenster krachen. Sehr gut, danke. Perfekt. Ist sicher. So, jetzt stört uns keiner mehr. Ganz genau. Ganz genau. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Ein okay, Krach. Holen wir den Laster. Ja. Wir weit voraus. Das könnte gleich etwas lauter werden. Okay, na dann. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Okay.
Sammel den Laden, ja, so kann man es auch nennen. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. So, weiter. Von hier so? Ja, natürlich. Ach so. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Die Frage ist nur, Botschaft an die Menschen, die man mitnehmen. Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Handel friedfertig oder gewaltsam? Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Was? So abreißen will ich die nicht, aber ich weiß nicht, was. Unser Symbol. Mit dem Auto will, aber
Legst du wohl das Ding hin? Markus? Was soll denn der Scheiß? Was hab ich denn hier noch? Okay. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das hoffe ich Man auch. Bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Ja. Das werden wir sehen, ob es noch irgendwann nicht anders gehen wird. Hier lang! Feuer! North! Getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Ach du Scheiße. Hier auf die Gruppe zu. Oh Gott. Ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Ach du Scheiße. Du musst das hier nicht tun. Nein. Es ist eure Entscheidung. Genau. Komm. Ich denke, ich habe meinen Standpunkt eigentlich eindeutig gezeigt. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern in der Nähe eines der Cyberlife-Geschäfte die Leichen von zwei Polizisten gefunden wurden. Laut unseren Quellen wurden die beiden Officer mit der eigenen Dienstwaffe exekutiert. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Nein. Ich hoffe, wir können es demnächst verhindern. Ach so, aber ich sehe gerade, ich habe einen friedlichen Protest angeführt. Ja, ich habe es nicht entschieden. Gesagt, okay. Ich habe meine Meinung ganz eindeutig kundgetan. Wenn die anderen die da schon so gestellt haben, dann sollen die das bitte auch entscheiden. Simon steht hier aber immer noch bei. Er ist noch am Leben. Er ist nicht grau hinterlegt, so wie Dings. Loser.
Manu. Öffentliche Meinung ist unterstützend, ja. Obskure Botschaften, hallo, ob ich das vielleicht immer wieder wiederholt habe, das Gleiche, das wird ja wohl zu verstehen sein. Selber obskure Botschaft. Jericho bewundert uns immer noch, mit North sind wir mittlerweile befreundet, Josh ist unser Gefährte und mit Simon sind wir auch befreundet. Gut, Mission beginnt. Polizeiauto meiden, 99%. Wer ist es lesen? Haben 23% getan. Ein Android als Präsident lesen, 21%. Wir sind zum Laden gelangt, haben den Laster gefunden. Das hier wäre wahrscheinlich gewesen, direkt, was weiß ich, direkt einzubrechen oder so, ich weiß es nicht. Laster finden, 98% haben das getan. Wir haben den Alarm deaktiviert, wie 93%, die Straße blockiert, das haben auch 95% getan. Auf die Drohne sind wir gesprungen, wie 81% und 73% haben es dabei geschafft, sie zu zerstören. Diesen Weg haben wir nicht freigeschaltet, weil wir das hier alles getan haben. Das hier haben wir auch nicht freigeschaltet. Wir haben den Laden gerammt. Wie 97% Polizei nicht alarmiert. Wie 89% zum Glück. Hier wäre die Polizei alarmiert worden, dann wäre ich wahrscheinlich unterbrochen worden. Und hier keine Ahnung. Vielleicht hätten sie mich alle abgeknallt, ich weiß es nicht. Im Laden 89% sind da angekommen, genau. Die Leichen, die die Polizei nicht alarmiert haben. Androiden umwandeln und Erklärung abgegeben. Erklärung abgegeben ist gut. Wieder eine seiner weltberühmten Reden gehalten. Die Statue markiert, haben 48% getan. Die Haltestelle gehackt, 36%. Also sehr viele Leute, muss ich sagen, haben hier echt durch die Stadt gewütet. Bänke markiert, haben 65%. Straßenbeleuchtung gehackt, 43%. Auto geschoben, 62%, Fenster markiert, 47%, Autos markieren, 33%. Ja, aber ich muss sagen, ich finde die Wahl von unserem Logo hier ganz gut, weil ich weiß, es ist eher ein aggressiveres Logo mit dieser Faust nach oben. Kann man so sehen, aber wir übermitteln ja eine andere Botschaft. Das soll sozusagen bedeuten, wir sind friedlich, aber das ist es. Hätte ich das da hinschreiben können, hätte ich es getan. Wir sind friedlich, aber. Ein ganz, ganz großes Aber. Ich sag mal, im Grunde, das sind alles freie Lebewesen, die anderen Androiden. Sie haben es entschieden in der Mehrheit und dann hat sich auch Marcus dem dann zu fügen, was sie dann möchten. So, wir haben eine starke Botschaft gesendet. Das würde ich so sagen, 89%. Pazifistische Botschaft gesendet haben trotzdem 79%. Wieso? Wir haben doch alle Leute alles kaputt gemacht. Naja. Oh, ich wusste es. Ich wusste es. Das hat niemand getan. Wieder noch weniger. Oh Gott. Polizeistreife erscheint. 89%. Okay. Und die Gruppe letzten Endes entscheiden lassen, haben 9% getan. Ja. Erschien mir in dem Moment aber tatsächlich als richtig, wenn ich irgendwie schon wusste, dass sie die Polizisten bestimmt erschießen werden. Aber wie gesagt, das sind freie Leute, die können selber entscheiden. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu große Auswirkungen auf unsere Botschaft hier, aber die öffentliche Meinung ist ja unterstützend. Also ich glaube, das hat das nicht überwogen, weil eben auch, was natürlich überhaupt nicht erwähnt wurde, dass da auch Androiden getötet wurden, wurde in den Nachrichten ja gar nicht erst erwähnt, was ein bisschen schade ist, aber gut. Ich denke, der gesunde Menschenverstand sagt einem da, wenn eine Gruppe so komplett friedlich vorgeht, also außer jetzt diesen Laden da einzubrechen, aber es ist nichts passiert dabei, niemandem ist was passiert,
Außer der Armdrohne vielleicht. Dass die nicht ohne Grund unbedingt zwei Polizisten erschießen. Ich hoffe, das ist so angekommen. Da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Team ist zurück nach Jericho gegangen, wie bei 89% zum Glück. Marcus hat einen friedlichen Protest angeführt, wie 78% auch. Okay, da bin ich doch jetzt sehr zufrieden damit, wie dieses Kapitel ausgegangen ist. Außer natürlich, ich hätte es eigentlich lieber gesehen, wenn die Polizisten da lebendig aus der Sache rausgekommen wären. Aber es war mir klar, die wollten da einfach Rache. Ist ja auch verständlich. Und das wollte ich in dem Moment auch einfach nicht entscheiden. Auch weil mir mein Gefühl in dem Moment tatsächlich auch gesagt hat, ich knalle sie ab. Weil wir haben ja nichts gemacht. Wir haben ja wirklich nichts gemacht. Wir waren friedlich. Da hat niemand angegriffen. Deswegen, es war eigentlich unbegründet, dass die Androiden da erschossen wurden. Aber gut. Ich würde sagen, jetzt ist Marcus' Gesicht aber auch in den Medien bekannt. Und heißt, es wird jetzt noch gefährlicher sogar. Heißt aber genauso, ganz genauso wie Marcus das auch schon gesagt hat, man beantwortet Gewalt nicht mit Gewalt. Das geht nie gut. Ja. Das heißt, ich werde mich bemühen, weiterhin friedlich zu bleiben. Zu versuchen, dass Marcus seinem jetzigen Standpunkt treu bleibt. Und da hoffentlich auch im Sinne von sowohl von Karl als auch von Simon zu handeln, wo ich jetzt im Moment auch noch gar nicht von ihm in der Vergangenheit sprechen möchte, weil er ist noch nicht als tot da oben gemeldet. Ich denke mal, wenn dann wäre grau hinterlegt, wie das bei Lusa auch der Fall war. Deswegen, es bleibt spannend, aber das mit der einen Folge reicht das jetzt erstmal, die ging ein bisschen länger. Die möchte ich dann jetzt erstmal dingsen. Schneiden und hochladen, die könnt ihr dann heute Abend sehen. Also ja, ist wieder Schwachsinn, dass ich das sage, aber ist egal. Das werde ich mir nicht abgewöhnen können. Und dann geht's morgen wieder weiter mit der nächsten Folge. Wir gehen's aber erstmal, bevor ich das jetzt wieder vergesse, beziehungsweise vergesse, ins Menü zurück. Mal gucken, was unsere Freundin hier uns dazu zu sagen hat, zu dem, wie wir hier gehandelt haben. Ich bin gespannt, ob sie damit einverstanden ist. Es steht mir nicht zu, sie zu kritisieren. Aber ihre Geschichte wird sehr traurig. Ja, danke, das weiß ich. Oh Mann, oh. Ich weiß es doch. Es war von Anfang an klar, dass diese Geschichte traurig werden wird. Wollte ich das jetzt hören? Nein. Ach Manu. Ich weiß. Aber ich hoffe, dass das Ende des Ganzen ist, dass es besser wird für die Androiden. Und ja, es kann ja fast nur noch besser werden. Wenn jetzt dieser Protest da relativ gut ausgegangen ist eigentlich. Wir sind friedlich, also einigermaßen friedlich. Aber es ist trotzdem traurig, da hat sie schon recht. Da hat sie schon recht. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt immer noch Spaß an dem kleinen Let's Play hier jetzt. Bei der 31. Folge mittlerweile. Nee, 31. Sie Folge. Sie sehen heute müde aus. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, danke. Ich habe 2 Kaffee schon intus und die nächsten mache ich mir gleich. Also eigentlich... Vielleicht sehe ich ja trotzdem müde aus, wer weiß. Kann ja sein. Gut, die 31. Folge, wollte ich sagen. Das werden wohl auch noch ein paar, aber das ist ja nicht schlimm. Ich freue mich mega, dass wir hier so viel dran zu machen haben an diesem Spiel, so viel Zeit da verbringen werden. Ich habe gestern schon gesagt,
zu meinem kleinen Bruder, mit dem ich telefoniert habe und ein bisschen gespielt habe online. Dass das ein Spiel ist, das werde ich noch in 10 Jahren spielen. Also nicht immer noch, ne? So 1000. Willkommen bei Folge 1299. So. Nein. Nicht so. Das ist ein Spiel, was ich bestimmt immer wieder mal raushole und einfach eine tolle Geschichte zu erleben. Weiß ich jetzt schon. Werde sehr traurig sein, wenn es zu Ende ist irgendwann. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Boiler Alarm. Haben wir keine Erklärung zu? Nein? Okay. Gut, was passiert hier? Gut, ich merke schon, es wird hier immer interessanter, selbst im Titelbildschirm. Egal, jetzt ist erstmal Ende. Ich muss hier die Folge schneiden und so. Ja. Damit, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund weiterhin und ja, mal gucken, was beim nächsten Mal passiert. Ich bin gespannt. Macht's gut, bis denn. Tschüssi, ihr Lieben. Inside me that knows that I am more than what they say. I am alive.